Ich heiße Polly Lapkowskaja, unter dem Künstlernamen Polyester bekannt. Ich bin Musikerin, Künstlerin, Performerin. Der Ursprungsgedanke war eigentlich, ein Stück zu machen, das zum Geburtstag dieses Theaters ein ganzes Spektrum an Themen auf das Tablett bringt. Mit eben diesem Titel Nichtbesucherin, der eigentlich kommt aus der sogenannten Nichtbesucherforschung, die sich beschäftigt mit den Personengruppen, die noch nicht das Theater für sich entdeckt haben. Damit sollte ein bisschen deutlich gemacht werden, auch mit dem Subtitel Etüden für ein Gebäude, dass wir uns auf eine Forschungsreise begeben und ein bisschen auch wie so Turnübungen unternehmen, die sich beschäftigen mit allen möglichen Aspekten des Theaters. Ich feiere mich selbst und singe mich selbst. Das ist eine große Herausforderung, weil die Bildgewalt natürlich heftig ist. Ja? Also mit einem krassen Bild ist ja an dem Bühnengeschehen sehr schnell auch der Saft abgezogen. Ja? Und diese Balance auszuloten ist eine große Aufgabe.